Ein herzliches Willkommen richte ich an Sie als Präsident der Medizinhochschule Hannover. Gefragt nach der aktuellen Situation kann ich diese als stabil bezeichnen. Wir haben 11 beatmete Patienten auf der Intensivstation. Wir haben weniger als 10 Patienten auf der Infektionsstation, also noch ausreichend Kapazität vorhanden. Auch die Situation im Land Niedersachsen insgesamt ist stabil mit weniger als 30% der Intensivkapazität ausgelastet. Wie man den Presseorganen entnehmen kann, sinkt die Neuinfektionsrate. Wir haben aber wahrscheinlich erst gerade erreicht das Maximum der Schwerstkranken und auch der Todesfälle, hoffen, dass dies aber in naher Zukunft abnehmen wird. Deshalb planen wir jetzt schon die Rückkehr zur Normalität. Dies bedeutet, dass wir in absehbarer Zeit eine gewisse Reservekapazität für Covid-19-Patienten auf Intensiv- und Normalstationen vorhalten werden, aber unabhängig davon zur Normalität zurückkehren, in einem dreistufigen Verfahren, wobei die Stufe 1 bereits begonnen hat und die Stufe 2 für den Anfang Mai geplant ist. Unabhängig davon behandeln wir weiter uneingeschränkt Notfälle. Das war in der Vergangenheit so, wird auch weiter so bleiben. Denken Sie daran, bei Akutsituationen die Telefonnummer 112 zu wählen. Und zum Schluss liegt mir noch ein Anliegen am Herzen. Wir wissen alle, dass wir mit Einschränkungen leben müssen. Das bedeutet auch die Einschränkung der Besucherzahlen. Angehörige können nicht ihre Liebsten als Patienten im Krankenhaus besuchen. Deshalb empfehle ich aber, besuchen Sie regelmäßig das Patientenportal auf unserer Internetseite mhh.de und Sie werden täglich abgedatet, wie Sie mit Ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können, auch während dem Krankenhausaufenthalt. Die Herausforderungen in der Covid-19-Forschung liegen praktisch in allen Bereichen. Einmal Diagnostik, Therapie, aber auch Prophylaxe und Impfstoffe. Immer wieder wird der Zeitfaktor hinterfragt. Natürlich kann keiner voraussagen, wann es neue Impfstoffe, neue Therapien verfügbar gibt. Aber der Start ist gemacht. Es gibt mehrere Impfstoffe, die jetzt in die klinische Erprobung gehen. Die sind Impfstoffe, die unspezifisch das Immunsystem stimulieren, aber auch spezifische Impfstoffe, die speziell gegen SARS-CoV-2 schützen sollen. Ergebnisse werden sicherlich nicht vor Ende des Jahres verfügbar sein, der Einsatz der Impfstoffe vielleicht im nächsten Jahr. Das wird sicherlich das Beste und Wichtigste sein, um diese Ausbreitung der Pandemie zu beenden. Aber Therapeutika. Bevor spezifische Therapeutika auf den Markt kommen, ist die Hoffnung, dass bereits entwickelte und für andere Indikationen zugelassene Medikamente auch gegen Covid-19-Erreger wirksam sind. Und dann kann der Fortschritt ganz, ganz schnell sein und die Zulassung auch unkonventionell schnell erfolgen. Spannend ist weiterhin natürlich die Diagnostik. Sowohl der direkte Virusnachweis, was oft aufwendige Technologie erfordert, der Zeitfaktor ist eine Rolle. Insbesondere interessiert aber auch, welche Antikörper im Patienten vor einer erneuten Infektion schützen. Und hier ist auch Forschung im Gange, die sowohl die Diagnostik der Antikörper entwickelt, als auch deren Einsatz in Therapie und Prophylaxe.